hoch. So, hier war noch einer von den Schützen, richtig. Du weg. Das Ganze mache ich eigentlich nur, um auf die Brücke zu gehen. Um zu gucken, was die zwei Kichertypen dabei haben. Ja, die Ritter ohne Schild sind echt gut machbar, aber die mit Schild sind, ja, grenzwertig. Du da hoch. Hoch, 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 hoch. Und Wedrach ist wieder in der ersten Position. Er ist in der ersten Position. Ich denke nicht. Die Typen sind auch wieder da. Was nun? Wie viele Seelen bringen die? Wir können einfach hier warten, ne? Tausend Seelen. Für das ich nichts tun muss. Safe. Okay, hier ist die erste Anlage. Funkelhexe. Lauf, Funkelhexe. Na, nicht erwischt. Okay. Ja, könntest du Drache bitte den auch noch töten, weil er 3000 Seelen gibt? Das wäre sehr entgegenkommen, danke. So. Jetzt gehe ich hoch, der Drache wechselt Position und ich gehe einfach wieder zurück runter. Na, bye bye. Kann ich jetzt gucken, was die Typen dabei haben. Wahrscheinlich nur wieder gute Heilkräuter. Aber da war noch einmal regulärer, ewig da liegender Loot. Da bin ich mal gespannt. Ey, nein, Moment mal. So war das nicht geplant. Warum denkst du denn mit, Drache? Das geht ja mal gar nicht. Sehr schön programmiert. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich nur gedacht, dass ein, zwei Stages sind. Der Drache bleibt dann in der letzten Stage von dem gerade versuchten Run. Das heißt aber auch, ich kann jetzt versuchen, ihn wirklich zu töten. Also wenn er jetzt hier ist und ich gehe nicht nah genug ran, um ihn zu verscheuchen, sondern einfach nur nah genug ran, um zu targeten. Naja, klappt nicht. Aber mit dem Bogen müsste es gehen. Bogen und richtig guten Pfeilen. Könnte man ihn vielleicht töten, bevor man hier hinkommt. Und die Position, wie er da an dem Gebäude hängt, sollte auch den einen oder anderen... ja, bekannt vorkommen. Ja, also mit dem Bogen können wir wahrscheinlich den roten Drachen auf dem ersten Turm in dem zweiten Gebiet vom Boltarian Palace. Den könnte man da erledigen und hier wahrscheinlich diesen blau-schwarz-permutartigen Drache auch töten, bevor er da an der Wand klebt. Was mache ich nun? Also einfach so hinlaufen hat nicht wirklich geklappt. In Höhenform habe ich glaube ich auch nicht mehr... Feuerresistenz. Kann ich jetzt mal testen. Ich habe jetzt Fire Defense 1, 2, 3. Das lässt sich doch relativ leicht merken. Dann nutze ich eins meiner letzten Augen. Da. Also ich habe noch 5 im Lager, glaube ich. Aber trotzdem. So. Jetzt habe ich als Mensch nur noch 1, 2, 3. Okay, also Seelen oder Menschform macht keinen Unterschied auf die Resistenz, zumindest bei Feuer. Dann wechsle ich hier trotzdem jetzt nochmal den Klingring zu dem Flame Resist, wodurch ich 163 Feuerresistenz habe. Was vorhin aber trotzdem nicht wirklich viel gemacht hat. Tu dich mal da rein. Wobei, er wird mich nicht one-hitten können, ich denke, das hier reicht schon. Rollen klappt. Goldi! Oh, it's you, is it?
My father is up above. Well, what's left of him anyway? He's transformed into a fiendish demon. I began this quest in a search for truth. But it seems I was a fool to even try. Please, kill my father. In his degenerated state, he can only bring peril to the lands. This key fits the Boletaria Mausoleum. Inside the mausoleum are my father's two swords, Solbrand and Demonbrand. Use them to bring an end to this madness. Oh. Das heißt, hätte ich ihn jetzt nicht dreimal gerettet, also zweieinhalbmal eigentlich, hätte ich den Schlüssel gar nicht bekommen. Ich hätte auch die Schwerter nicht bekommen. Und Mausoleum klingt nach unten. Ja, okay. Nochmal zum Drachen zurück. Also das Rollen hat funktioniert, was bei Dark Souls 1 nicht so wirklich der Fall war, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, man kommt hier einigermaßen gut hoch. Ja, den Loot komme ich auch noch nicht ran. Den Loot werde ich mir erst schnappen, wenn ich später die Drache irgendwie töten kann. Jetzt heißt es das Mausoleum finden, bevor ich den Boss irgendwie trigger. Use bow on next enemy. Ja, du mich auch. Ich krieg ziemlich häufig auf die Nase gebunden, dass ich Bogen nutzen sollte. Aber jetzt, wo Stärke langsam hochgeht, geht es mit dem Bögen ja auch. Dann brauche ich vielleicht noch ein, zwei Punkte in Dex und dann passt das. Da ist Loot. Neues Auge, sehr gut. Bin auch gespannt, was für Anforderungen Solbrand und Demonbrand haben. Ey, das bist ja du. Warum töte ich dich jetzt? Weil deine Seele deinem Vater gehört? Jetzt fängst du an, das Schild zu benutzen. Okay. Wechsel mal auf Verzauberung. Das wäre gerade eine schöne Backstab-Position gewesen. Allerdings, weil die Waffe nicht verzaubert, das bringt also nicht so viel. Wechsel auf Schild. Okay, komm her. Sword und Rune Shield. Was macht ihr Schönes? Rune Shield hat nochmal 100 Resist und 60 dahinter. Braucht. Oh, braucht 12 Stärke und 18 Int. Das ist ein Int-Shield. An exquisitely crafted golden shield, strongly enhanced with magic. It protects the user from magical attacks. It is the shield of the legendary hero who used it with its matching Rune Sword. Legendary Hero, den ich dreimal vor billigen Gegnern retten musste. Gut, ja, den nehme ich auf jeden Fall, das ist super. Und das Schwert ist dann hoffentlich auch inskalierend. Da. Und es ist inskalierend. Also es ist keine Inskalierung, aber in Voraussetzung. Und auch Magical Attack 140. An exquisitely crafted golden sword. Its physical attack power is negligible. But it's enhanced with powerful spells and protects its wielder from magic. It is a legendary hero's weapon that forms a matching set with a rune shield. Ja, Magic Defense eben auf 172 hochgesprungen. Wenn ich das Ding nutze. Krass. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist ein bisschen komisch, im Zahnrad rumzulaufen. Ah, was soll's. Go, go, go. Ich will den König töten. Ich habe keinen Spice mehr. Mist. Okay, Plan, ich gehe weiterhin nicht direkt zum Boss, sondern erstmal zum Mausoleum. Und wenn ich im Mausoleum Demonbrand und Soulbrand habe. The true demon soul starts here. Mal gucken. Okay. Wenn ich die beiden Schwerter dann habe, gehe ich nicht zum Boss weiter, sondern ich gehe erstmal nach Hause
und kaufe mir Spice. Eventuell sogar direkt das gute Spice. Das kann ich aber nicht im Nexus kaufen, sondern das kann ich nur bei der alten Frau in dem Gefängnistower kaufen. Glaube ich zumindest. Warum fahre ich nach oben? Ist ein Mausoleum nicht normalerweise ebenerdig bzw. unterirdisch? Das sieht mir nach epischer Boss-Arena aus eher, wo ich jetzt hinfahre. Ja. Nein. Oh, Mist. Was soll's? Schwerter nicht, weil ich keine Abzweigung dafür gesehen habe. Und ich kann dich nicht verzaubern. Okay. Dann versuche ich das mal anders. So. Okay, erstmal versuche ich es einfach mit den beiden Sachen. Die Attacke kenne ich von einem anderen Schwert. Wow, okay. Etwas größer Reichweite als ich gedacht hätte. Oh, und ich mache so viel keinen Schaden. Was mit dir? Also viel größere Reichweite. Ja, damit geht's. Oh. Ich brauche mehr Stamina. Problem ist nur gleich. Was? Was? So level drained. Hat er mir jetzt ein Stat weggenommen oder was? Geh weg von mir. Schon schlimm, dass ich gleich sterben werde. Da muss ich mich nur vorher noch Level abziehen. Okay, Verzauberung ist weg. Wechsel wieder auf das Schwert. Mann. Also ich werde ihn schaffen können, denke ich. Aber es wird ewig dauern. Oh, und ich unterschätze immer weiter die Reichweite. Nein. Nochmal. Okay, das war neu. Schade. Wirklich schade. Um die 28.000 Seelen. Dafür hätte ich mir ganz viel Spice kaufen können. Ich werde aber nicht versuchen, das nochmal zu bekommen. Mehrere Gründe. Zum einen, ich war nicht in dem Mausoleum. Das heißt, ich habe nicht die beiden Waffen, die man angeblich braucht, um ihn gut besiegen zu können. Dann bin ich mir auch nicht sicher, ob ich ihn überhaupt schon besiegen sollte. Weil die eine Nachricht, die mir gerade im Kopf wieder klingelt, mit dem, das wahre Demon's Souls beginnt hier, könnte auch bedeuten, dass wenn ich ihn kille, dass ich damit dann quasi schon den Endboss gemacht habe. Aber nee, das kann nicht sein. Der Endboss sollte der Old One sein, dieser riesige, schwarze, wurmartige Saugtyp, der unserem Nexus eingesperrt ist. Hatte man ja im Intro. Nee, im Intro sieht man einen Drachen. Einen großen Drachen. Einen anderen Drachen als die Drachen hier. Aber nee, in der Geschichte von dem kleinen Jungen, von dem Monumental, da sieht man den Old One. Sieht halt aus wie so eine Ansammlung aus schwarzen Schatten mit so einem Maul vorne, das alles einsaugt. Das wird der Endboss sein. Ich denke, er wird jetzt ähnlich sein wie Kin Vendrick. Das heißt, wenn wir ihn gekillt haben, kommen wir erst weiter.
Also ich könnte ihn wohl töten, ohne gleich in New Game Plus zu kommen, aber ich will ihn nicht töten, weil ich die beiden Schwerter noch nicht habe. Und ich denke, ich sollte eh erstmal vorher meine Ressourcen ein bisschen aufpäppeln. Gerade die Spices sollte ich aufpäppeln. Und in den anderen Gebieten die anderen Bosse machen. Weil das scheint mir von der Story her schon zu weit zu sein. Das heißt, ich gehe jetzt zurück zum Nexus. Ja.